meine lieben YouTuber. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe schon eine richtig lange Strecke gerade hinter mir. Dann habe ich einen kleinen Zwischenstopp gemacht. Erdbeeren gegessen, das habe ich aber jetzt nicht gefilmt und was getrunken. Und jetzt geht's weiter ins Gelände. Und schaut mal, ich fahre jetzt diesen kleinen Waldweg entlang. Auf jeden Fall habe ich mir schon eine neue Halterung für mein Bike bestellt. Und dann werde ich demnächst meine Action Cam quasi so für euch, weil ihr natürlich dann am meisten davon habt, wenn ich euch dann filme, wenn ich mich dann filme beim Fahrradfahren. Und es ist auf jeden Fall so, dass ich die dann an den Lenker festmachen kann. Und dann muss ich nicht immer mit diesem Handstativ fahren, weil ja, man kann nicht so richtig loslegen, wenn man immer nur so einhändig fährt. Ja, das ist einfach doof, aber Divi kriegt das natürlich schon hin. Ich schaue jetzt mal, wo ich die Kamera am besten platzieren kann. Und ja, ich wollte einfach nur so ein paar Aufnahmen in Action, sage ich mal. Also es ist ja doof, wenn ich immer nur so Fahrrad schiebe. Und wir schauen mal, wie gut ich das dann heute hinbekomme. Nimmt das denn auch auf? Ja. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass man das schaut. So. Dadurch, dass ich jetzt nur ein Handstativ dabei habe und kein Dreibeinstativ, was wirklich ja nicht anders geht, weil ich ja wieder auf dem Fahrrad bin und nur eine Rucksäckle dabei habe, lehne ich das jetzt einfach mal schön an die ganzen Bäumchen. So, I hope, dass das funktioniert. Ich denke schon, läuft und auf geht's. Ich bin jetzt schon ein paar, ich muss erstmal mein Headset erstmal runter. So, Headset ist runter. Das verstaue ich jetzt erstmal anders. Wartet mal gerade. So, erstmal kurz warten. Ihr müsst warten. So. Ja, wie gesagt, Leute, es ist mega warm. Aber das hindert uns ja nicht, weiter zu biken. Ja, ich sehe mal wieder total zerstrubbelt aus. Aber das macht euch ja hoffentlich nichts. So. Das Helmchen habe ich jetzt wieder an meinen Bikey gemacht. Und dann fahren wir jetzt mal zusammen los. Und dann fahren wir mal ein bisschen die Straße entlang. So, Leute, ich habe jetzt erstmal das Fahrradhelmchen abgenommen. Ich bin auch mega, mega durchgeschwitzt. Und das Blöde ist ja, erstmal atmen. Ich könnte eigentlich was trinken. Wir machen mal eine Trinkpause. Ich stelle euch mal einmal hier hin. So, Kamera hier. Stelle ich mein Bike hier einmal zur Seite. So, dann wird erstmal was getrunken. So. Muss ich erstmal gucken. Ich weiß nicht, also wir hatten heute auch noch so einen Tag, wo es mega, mega heiß war. Und unter diesem Fahrradhelm, die ja schon gut belüftet sind, aber es ist trotzdem die Hölle. Leute, wenn ihr selber Mountainbike fahrt oder was weiß ich, ihr wisst Bescheid, das ist richtig heiß.
Und wieder einen Schluck zu trinken zur Stärkung. Ja. Wie gesagt, Leute, wenn ihr beide Hände habt und schön am Biken seid, ist das so herrlich, aber ich kann das bald wieder machen. Und dann sehen meine Videos auch wieder anders aus. Ja. Es ist so herrlich und wunderschön kühl, wenn man rollt. So, einmal kurz Pause. Ich muss mal einmal das Kamerabändchen wieder festmachen. So, einmal festmachen. So, und jetzt gucke ich erstmal einmal noch kurz. Ja, Kamera läuft. Ja, kann ja auch sein, dass man da mal dran kommt und dass der Stand nicht mehr aufnimmt. Aber das tut es ja nicht. Es nimmt ja weiter auf. Ich bin sowieso jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs, Leute. Jeden Tag. Und deswegen werden bestimmt ein Haufen Videos mit meinem Mountainbike jetzt für euch kommen. Aber ja, ihr könnt mir ja einfach schreiben, ob das für euch in Ordnung ist, weil bei dem Wetter ist das einfach total toll, dass man ein bisschen ja auch anderen Hobbys nachgeht. Jo. Jetzt fahren wir hier mal einmal raus. So, weiter geht's. So, jetzt fahren wir hier an Häuslins vorbei und am Felsen. Seht ihr das? Ja. Wir fahren jetzt einfach mal da runter. So. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich meinen Tacho zu Hause habe. Nein, habe ich gar nicht vergessen. Stimmt ja, der ist in meinem Rucksäckle. Ja, sonst könnte ich euch die genaue Uhrzeit sagen. Ja, guck mal, Leute, wir sind hier wieder im Grünen. Aber hier ist heute richtig viel Grün. Ja. Hier ist richtig viel Grün. Hier sind noch kleine Häuschen. Hier ist schon alles Feld. Wir könnten eigentlich ganz da hinten in den Wald fahren. Mal schauen, wie das da so ausschaut. Hier kommen wir, glaube ich, nicht weiter. Das sieht da nicht so gut aus. Aber wir nehmen mal den Feldweg. Wieder immer nur noch eine Hand am Lenker. Aber so trainiert das wenigstens meinen rechten Arm. Und mein Händle. Ja. Ja, hier ist auf jeden Fall mega Feld und mega ruckelig. So, Leute, ich bin jetzt auf der Hälfte der Strecke angekommen und von da unten hochgefahren. Und das ist nicht der Weg, der anstrengend ist, auf gar keinen Fall, sondern die Wärme. Es ist zwar kühl, wenn man fährt, aber erstmal die ganzen Huckelschins und dann ist es natürlich immer noch warm. Ja, was ich euch auf jeden Fall zeigen will, ich will das eigentlich anfassen. Das Feld hier, ne? Seht ihr das? Immer wenn ich das so sehe und das so bepflanzt ist, dann denke ich immer an Gladiator. Also mein ganzes Leben
ist irgendwie so immer mit Filmen verbunden und ich denke dann hier und da immer dran. Zum Beispiel haben wir hier, wo ich sage, erstmal atmen, wo wir das Feld hier haben und ich sage, habe euch ja gerade gesagt, dass ich da an Gladiator denke, haben wir hier nebenan das Maisfeld. Ja, und an was denke ich da, Leute? An was denke ich? An Jeepers Creepers. Ja, ich denke an Jeepers Creepers. Und für den Fall, dass die Leute den noch nicht kennen, schaut euch Jeepers Creepers an. Teil 1 und 2, dann wisst ihr, was das Maisfeld zu bedeuten hat. Ja, und da hinten wird es auch schon relativ dunkel. Es wird dunkel und es sieht mega nach Regen aus eigentlich. Schaut mal. Ja, jetzt hat die Kamera das richtig. Ja, und von hier oben habt ihr wirklich einen mega schönen Blick auf die ganzen kleinen Häuschen und Dörfles. Und hier ist nochmal der Mais. Ja. Jo, das gedeiht jetzt alles. Ja. Ja, ich mache jetzt auf jeden Fall irgendwie immer Bike-Videos, weil ja, mir macht das auf jeden Fall Spaß und das ist einfach mein Hobby. Und so neben diesem ganzen Gaming, was ich genauso liebe und auch die Filme liebe und so drumherum, ist das halt so meine, keine Ahnung, ist halt noch ein weiteres Hobby, was mich halt glücklich macht. Und da ich sowieso immer mit dem Bike hier unterwegs bin, habe ich jetzt dieses Jahr gedacht, warum sollte ich euch nicht mitnehmen? Ja, dann könnt ihr doch auch mal sehen, was ich so erlebe. Ja, und hier bin ich mit Bikey. Ich habe auch schon zwischendurch eben ein paar Fotos gemacht. Das habt ihr natürlich nicht mitgekriegt, weil ich habe da ja einen Cut gemacht. So, erstmal wieder das Bändchen dran. Und jetzt schaue ich mal, dass wir weiterfahren. Wundert euch nicht, dass ich jetzt mein Helmchen nicht auf habe. Aber hier ist gerade keiner und das brauche ich jetzt nicht. Wir sind jetzt mal einfach so dreist. Weg mit dem Helm. Ja, Leute, es ist ordentlich. Jetzt ist es so herrlich. Jetzt ist es so schön kühl und herrlich. Yay! Wir fahren jetzt mal hier rein. Wir fahren jetzt mal hier rein. Und jetzt stelle ich erstmal die Cam ab. I won't dance, don't ask me. So Leute, ich denke, ich werde jetzt heute das Bikey-Video beenden, weil es wird richtig dunkel. Schaut mal, das zieht alles hier rüber. Auf jeden Fall ganz, ganz viele dunkle Wolken und ich habe keine Lust, dass ich jetzt noch mega durchs Gewitter fahren muss. Deswegen, ja, fahre ich jetzt nach diesem erlebnisreichen Bikey-Vlog nach Hause und packe jetzt erstmal die Kamera in meinen Rucksäckle, setze mein Helmchen auf, höre noch ein bisschen Musik auf dem Bikey und ja, dann würde ich jetzt sagen, ich wünsche euch noch einen super, super schönen Tag und genießt einfach hoffentlich noch die Sonne, falls sie bei euch ist und wir sehen uns beim nächsten Video. Also, macht's gut und ciao! I'm happy, so happy, I'm so happy, but I'm driving jetzt at home. Ja. Yeah.